Das Leben kann so schön sein, aber manchmal gibt es Dinge, davon bekomme ich Albträume. Zum Beispiel artgerechte Haltung. Finde ich eigentlich toll, schließlich profitiere ich davon. Ihr Zweibeiner bemüht euch ja da so richtig. Auslauf, Klettermöglichkeiten, Rückzugsort und. Aber ein Tier vergesst ihr dabei ständig. Euch selbst. Jetzt mal ehrlich, morgens fahrt ihr in euren großen Blechkisten zusammengepfercht mit 100 anderen Menschen, wie auf der Fahrt zum Schlachthof. Danach sitzt ihr in irgendwelchen grauen Betonbunkern, in denen ihr noch nicht mal Fenster öffnen könnt. Dann wieder in die Blechkiste nach Hause, in den nächsten Betonbunker, diesmal mit Fenstern und die Flimmerkiste anmachen. Und das, was ihr Essen nennt, dürfte noch nicht mal zu Hundefutter verarbeitet werden. Ich mag ja vielleicht ein Hundeleben führen, aber wenn ich Mensch wäre, ich würde mich in einen Zoo einquartieren und den Auslauf, die Klettermöglichkeiten und den Rückzugsort nutzen. Bis zum nächsten Mal, eure Vita.